Guten Morgen, direkt von Venice Beach aus. Was werde ich heute machen? Ich werde jetzt erstmal zu so einem Old Farmers Market fahren. Das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Bauernmarkt. Der ist immer samstags, glaube ich. Und danach geht es noch in den Creative Vibe District. Da sind irgendwie die Häuserwände angemalt und ja, ich lasse mich mal überraschen, was ich da so alles vorfinde. Dann gibt es, glaube ich, heute auch noch einen Flohmarkt. Dann ist noch Weinfest heute. Und nachher werde ich noch mit den Delfinen schwimmen gehen. Hoffen wir mal, dass die auch mit mir schwimmen wollen und dass wir welche sehen. Ja, also eine Kajaktour steht noch an. Das ist so mein Programm für heute und daher lass uns einfach losgehen. Let's go! Weg zum Old Farmers Markt bin ich jetzt an einem Flea Market vorbeigekommen. Da habe ich mir gedacht, na dann schaue ich mir zuerst mal den an, wenn er schon auf dem Weg liegt. Und ja, ich finde es total cool. Gibt interessante Sachen, vor allen Dingen so ein bisschen ältere, Vintage. Manchmal gibt es auch neue Cappies und ja, einfach mal drüber laufen. Ja, das finde ich ganz cool, das Shirt. Ja, also wie gesagt, ich finde es total nett. Live-Musik wird gerade wohl noch aufgebaut, gibt es wohl auch noch. Es gibt ein paar Essenstände und also auf alle Fälle eine tolle Atmosphäre. Ich mag ihn. Market, der ist direkt eigentlich, oder sagen wir es mal andersrum, der Old Farmers Market liegt mitten in dem Flohmarkt. Der Flohmarkt ist nicht immer, sondern nur jeden dritten Samstag des Monats und dann gibt es nochmal einen Nachtmarkt und zwar jeden ersten Freitag, meine ich. Aber einfach in die Beschreibung schauen, da steht es drin, der Blogpost. Ja, es gibt leckere Sachen zu essen hier. Viel handgemachtes vom Honig mit Salsa sehe ich hier und. Es gibt auch gute Würstchen und überbackenes. Also wer hierher kommen möchte, ohne gefrühstückt zu haben, der ist hier vollkommen richtig. Und ja, einfach mal vorbeischauen an dem Old Farmers Market. Der ist wirklich schön. Er ist nicht groß, aber es finde ich auch ein Highlight hier von Venice Beach, denn immerhin gibt es das ja nicht überall und ja, es ist glaube ich nur so eine Viertelstunde zu laufen vom Block. Ich bin mit dem Fahrrad hier, weil ich gehe dann noch in den Creative Vibe District und fahre da mal ein bisschen rum und schaue mir die ganzen Gemälde an. Daher, ja, komm her und hab ein gutes Frühstück. Chicken.
tour durch den Vibe District bin ich auch an den Virginia Beach Artist Center vorbeigekommen und bin mal reingegangen. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Hier können Künstler aus der Nachbarschaft Plätze mieten, wo sie zum Beispiel hier ihre Sachen ausstellen können und auch verkaufen können. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und zusätzlich gibt es mehrere kleine Studios, die sie anmieten können. Zum Beispiel jetzt hier so eins, kann man mal reingehen, keiner da heute, die arbeiten dann praktisch unter der Woche wohl hier und malen einfach oder was sie auch machen. Es gibt auch eine Töpferei, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, kann man Töpferkurse machen und es gibt Brennöfen, Glasierungen, alles Mögliche und ja, hier gibt es sogar einen Schulungsraum noch, also ist alles da. Es ist wirklich interessant, was es so zu sehen gibt. Also wenn du hier bist, schau einfach mal kurz rein. Kaufen muss man ja nichts unbedingt, aber es ist auf alle Fälle interessant zu sehen, die ganzen Sachen. Talente sind gefragt und hier im Vibe District, ja, da gibt es super viele Talente scheinbar, denn wirklich, man kann eigentlich mit dem Fahrrad hier rumfahren, wo man möchte und überall gibt es so geile Wandgemälde. Ich war eben noch in diesem YB Artist Center, gibt es auch super viel tolle Sachen. Der Flea Market war heute auch, bin ich natürlich glücklich, dass der heute da war und der Old Farmers war hier. Ich fand das jetzt hier richtig cool, durch dieses Viertel zu fahren und mir die Hauswände anzuschauen. Oder auch auf dem Boden gibt es ja auch Gemälde. Und für mich war das wirklich ein Highlight hier. Also einfach Fahrrad mieten und ab durch den Vibe District. Und dann sind wir auch die Talente, denn wir schauen es uns an. Es ist Lunchtime und ich bin im Esoterik-Restaurant gelandet. Das ist auch im Creative Vibe District. Ja, bevor es dann weitergeht draußen, gibt es jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Besonders ist hier auch das Bier. Das ist für mich hier ein helles mit Wassermelone gebraut und mal ausprobieren. Oh ja, schmeckt sogar nach Wassermelone. Und mein Essen ist auch schon gekommen. Das sieht lecker aus. Und ja, auf alle Fälle reichlich. Und riechen tut es auch super lecker. Also ich bin gespannt, wie es jetzt schmeckt. Und jetzt geht's erstmal ans leibliche Brot. Jetzt kann ich mir noch zum Nachtisch
ein leckeres Eis. Toll. Ein Kaffee geholt. Erinnert mich an meine Jugend. Sehr gut. Auf dem Weg zum Treffpunkt der Kajaktour und den Delfinen kam ich noch kurz in den Genuss der Kunstfliegerstaffel der Navy und des Marine Corps beim Üben zuzusehen. Denn zwei Tage später fand in Virginia Beach eine Airshow statt und das Highlight waren dabei die Blue Angels. Auf jeden Fall war es wert, einen kurzen Stopp auf dem Weg einzulegen und den Blauen Engel zuzusehen. In der Chesapeake Bay habe ich bei der Firma Chesapeake Outdoors eine zweistündige Kajak-Delfin-Ökotour gebucht und mit etwas Glück sehe ich dabei auch Delfine. Die Kajak-Tour ist eine geführte Tour und die Firma Chesapeake Outdoors bietet diese Touren seit über 25 Jahren an. Das Gute an diesen Sit-on-Top-Kajaks ist, dass die jeder ohne Vorkenntnisse benutzen kann. Bevor es losging, gab es vom Guide eine kleine Einführung, wie man mit einem Kajak fährt. Während der Kajaktour genieße ich die atemberaubende Landschaft und den Blick vom Meer auf die Küste Virginia Beach. Auf der Kajaktour sehe ich direkt vor mir einige Delfine, ein paar recht nah und einige etwas weiter entfernt. Spaß haben mir auch die Brown Pelicans gemacht, die hier auf den Holzpfählen der Fischer sitzen. Der Sonnenuntergang war dann noch grandios über der Chesapeake Bay. Was erwartet dich am 5. und dem letzten Tag in Virginia Beach? Kurz vor meinem Heimflug geht es nochmal zum Military Aviation Museum, um einen Rundflug mit einem historischen Doppeldecker aus dem Jahr 1941 zu machen. Begleite mich im Teil 5 bei dem Rundflug mit der historischen Boeing Stearman PT-17. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.